Umgekippte Bäume, ein eingestürztes Stadiondach und insgesamt Bilder der Zerstörung dominierten gestern die sozialen Medien. Hurricane Milton hat im US-Bundesstaat Florida für Verwüstung gesorgt. Mittendrin ist eine Kollegin aus Hamburg. Von ihr hören wir später. In unserem Schwerpunkt schauen wir aber heute auf ein Thema, das eher vor unserer Haustür liegt. In der Nobiskrug-Werft in Rendsburg warten Mitarbeiter seit Wochen auf ihren Lohn. Meine Kollegen vor Ort haben mit ihnen gesprochen. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Freitag, den 11. Oktober. Ich bin Jan-Michael Bonacker und ich habe diese Themen für euch dabei. Hurricane Milton verwüstet Florida. Ist sowas auch bei uns möglich? Zu viel Belastung, zu wenig Geld. Pflegende Angehörige schlagen Alarm. Und Verkehrschaos in Hamburg. A7 und Elbtunnel am Wochenende komplett gesperrt. Jetzt blicken wir aber erstmal auf unseren Schwerpunkt. Heute im Fokus. Es ist ein neuer Negativrekord bei der FSG Nobiskrug in Rendsburg. Nach Angaben des Betriebsrats der Werft warten am Standort Rendsburg derzeit 43 von 160 Mitarbeitern noch immer auf ihr Septembergehalt. In Flensburg seien noch einmal 45 weitere Kollegen betroffen. Mein Kollege Aljoscha Leptin hat vor Ort mit den Mitarbeitern der Werft gesprochen. Moin Aljoscha, wie ist denn die Stimmung bei den Beschäftigten? Ja, die Stimmung ist extrem angespannt. Die andauernden Verspätungen beim Gehalt sorgen für Existenzängste bei den Mitarbeitern. Viele Angestellte haben daher schon bereits gekündigt in den vergangenen Monaten und die Verbliebenen erleben in ihrem Alltag immer mehr Häme und Spott. Der Betriebsrat berichtet beispielsweise von einem Kollegen, dessen Kinder in der Schule gemobbt werden, weil der Arbeitgeber des Vaters so einen schlechten Ruf hat. Und beim Bäcker würde man schon gefragt, ob man sich die Brötchen denn überhaupt noch leisten könne. Das klingt ja wirklich dramatisch. Ich traue mich fast nicht zu fragen, wie steht es denn um die Zukunft der Werft und ihrer Mitarbeiter? Ja, die Zukunft ist extrem ungewiss. Der Betriebsrat fordert Lars Windhorst auf, den Weg für einen neuen Investor freizumachen. Es sei höchste Zeit, noch seien genügend Fachkräfte vorhanden. Die Unterstützung der Politik sei noch da. Doch wenn sich das Ganze noch lange so weiterentwickeln würde, wäre die Firma dann irgendwann nicht mehr zu retten, sagen die Betriebsratsmitglieder. Danke an Aljoscha Leptin aus unserer Redaktion in Rendsburg. Seinen Artikel über die Krise der Werft verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Das Klima-Update aus SH. Hurricane Milton hat auf seinem Weg durch den US-Bundesstaat Florida heftige Schäden hinterlassen. Es gibt mehrere Tote. Millionen Menschen haben keinen Strom und örtlich gibt es auch kein Trinkwasser. Aktuell ist es jedenfalls keine Region, in der man gerade sein möchte. Zufällig vor Ort ist meine Kollegin Mariko Schmoll. Hallo Mariko, wie erlebst du denn den Hurricane? Also wir waren bis Dienstag in Cape Coral und somit in der ausgerufenen Evakuierungszone tatsächlich. Wir haben dann hin und her überlegt und haben uns dann dazu entschieden, auf die Ostküste zu wechseln, da alles um Miami und auch südlich weiter von den Meteorologen als einigermaßen sicher eingestuft worden ist. Wir haben dann eine Unterkunft in Pompano Beach gefunden und wir haben uns die ganze Zeit über die lokalen Medien und über diverse Hurricane-Apps informiert. Das, was für uns wirklich sehr erschreckend war, und wir fliegen seit über 20 Jahren immer zu dieser Zeit hierher, ist diese extreme weitere Tornadobildung von über 60 Stück, die es halt über komplett Florida verteilt getroffen hat. Also es ist auch nur eine halbe Stunde von uns entfernt mehrere Tornados gesichtet worden. Das war schon sehr, sehr beängstigend. Und tatsächlich gab es dadurch auch mehr Tote als durch den eigentlichen Hurricane, weil das gar nicht absehbar war, dass das so krass ist. Gibt es denn jetzt schon Aussichten, wie du sicher wieder zurück nach Deutschland kommen kannst? Unser Flug geht über Orlando. Und Orlando, der Flughafen, ist tatsächlich seit heute auch wieder offiziell auf, sowohl für nationale als auch für internationale Flüge. Das heißt, die Schäden am Airport als solches halten sich in Grenzen. Und entsprechend geht es jetzt dann am Samstagabend von Orlando wieder nach London und von London dann nach Hamburg. Und aktuell sind wir jetzt in Key West. Hier ist überhaupt gar nichts von dem Hurricane zu merken gewesen. Also hier ist auch alles sicher, hier ist auch alles total schick, das Wetter ist auch toll. Es ist halt diese von West nach Ost Schneise, die der Hurricane gezogen hat, halt mit diesen ganzen Tornados drumherum. Danke Mariko, dann wünsche ich dir mal eine sichere Heimreise und pass auf dich auf. Ob Schäden wie in Florida künftig auch im sturmerprobten Schleswig-Holstein möglich sein könnten, mit der Frage hat sich der Kieler Klimaforscher Mujib Latif beschäftigt. Im Deutschlandfunk sagte er, insgesamt habe vor allem die Zerstörungskraft der Hurricanes zugenommen. Das habe ganz eindeutig mit der Erwärmung der Weltmeere zu tun. Sie seien in den vergangenen Jahren sehr, sehr warm geworden. Das hat gedauert, auf den Landregionen ging das schneller, jetzt sehen wir die Auswirkungen überall auf der Welt, auch bei uns in Europa, so Mujib Latif.
Mindestens 224.000 Menschen in Schleswig-Holstein pflegen einen Angehörigen. Das ist knapp jeder Zehnte. Und eine leichte Aufgabe ist es nicht gerade. Mit einer landesweiten Aktionswoche wollen die Pflegenden jetzt auf ihre Probleme aufmerksam machen. Mein Kollege Kai Müller hat sich eingehend mit dem Thema beschäftigt. Hallo Kai, was sind denn da die drängendsten Probleme? Ja, Melchior, das Problem sind vor allem die Masse der Menschen. In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Menschen mit Pflegebedarf um 65% auf 160.000 im Land erhöht. Und im Schnitt wird jeder von 1,4 Personen aus der Familie betreut. Das bedeutet, dass es 224.000 Menschen gibt, die einen Angehörigen pflegen. Das wirkt sich ja sicherlich auch auf den Alltag der Pflegenden selbst aus. Die Pflegenden sind in der Regel Frauen. 70% der Menschen werden von ihnen gepflegt. Und diese Frauen wollen nebenbei weiter arbeiten, schaffen das aber meistens nicht, weil sie im Schnitt 21 Stunden in der Woche mit der Pflege beschäftigt sind. Insofern fehlen dem Arbeitsmarkt natürlich Fachkräfte. Und das ist bei dem allgemeinen Fachkräftemangel natürlich ein großes Problem. Und gar nicht nebenbei gesagt, auch ein Armutsrisiko für die vielen Frauen, die ihre Angehörigen pflegen. Und was wünschen sich die Betroffenen jetzt anlässlich der Aktionswoche? Naja, die Angehörigen wollen vor allem Aufmerksamkeit für ihre Probleme und sie wollen Entlastung. In der Kurzzeitpflege gibt es die kaum, weil es zu wenig Plätze gibt landesweit, sodass die Angehörigen da häufig vor verschlossenen Türen stehen. Und vor allem hapert es natürlich am Geld, denn in dem Pflegesystem ist zu wenig Geld. Das wissen auch alle Beteiligten. Allerdings gibt es natürlich auch kreative Lösungen, wie etwa Pflege-WGs, wo dann der Aufwand an Fachpersonal vielleicht ein bisschen reduziert werden kann. Das war Kai Müller aus unserer SH-Redaktion. Danke, Kai. Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, findet ihr seinen Artikel natürlich in den Shownotes. Und zum Abschluss jetzt nochmal ein kleiner Reminder. In und um Hamburg droht am Wochenende ein ordentliches Verkehrschaos. Erst wird heute Abend schon die A7 Richtung Norden gesperrt und dann ab morgen Abend auch noch der Elbtunnel in beide Richtungen. Beide Sperrungen enden erst am Montagmorgen um 5 Uhr. Die Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen verkehrt am Wochenende aber im Pendelverkehr, also häufiger als sonst, um den drohenden Staus entgegenzuwirken. So, und das war's dann auch für heute schon. Die nächste Folge gibt es am Montag, den 14. Oktober, wie immer um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr natürlich auch auf saz.de nachlesen und kostenlos anhören. Geht dafür einfach auf saz.de/newspodcast. Ich wünsche euch ein schönes und vor allem staufreies Wochenende.